Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was wir heute machen, konntet ihr wahrscheinlich im Titel schon entnehmen. Viel Spaß dabei! Als erstes brauchen wir für unser ewiges Terrarium wieder so ein Gefäß. Ich habe hier eins von Ikea, es ist 3,3 Liter, im Durchmesser 17 cm und in der Höhe 19 cm. Wichtig ist natürlich, egal welches Gefäß ihr benutzt, es muss luftdicht verschließbar sein. Für dieses ewige Terrarium brauchen wir außerdem zwei Bestellungen von Amazon. Einmal ist das ein großer Karton mit Lavastein, Erdmischung, weißer Sand, Aktivkohle und ein paar Steine und einmal der Garnisch. Außerdem brauchen wir dann noch Schiefergestein, das habe ich bei einem Spaziergang gesammelt. Man kann auch das aus der Bestellung nehmen, es ist aber eigentlich zu wenig, da braucht man noch ein paar Steine mehr. Und man braucht natürlich Moos, da kann man nehmen, was man möchte. Ich habe hier diesmal nur eine Moosart verwendet. Wenn ihr nochmal eine genauere Anleitung sehen möchtet, wie man ein ewiges Terrarium bauen kann, dann könnt ihr einfach mein erstes Video abchecken. Das tue ich euch auf jeden Fall in die Infobox rein, dann könnt ihr das da sehen. Ansonsten würde ich das Video ohne Ton machen, das heißt nicht sprechen, irgendeine Musik natürlich schon hinterlegen. Außer ihr wünscht es, dass man immer dabei spricht, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Außerdem freue ich mich natürlich nur, wenn das Video euch gefällt, über einen Daumen nach oben oder ein Abo von dem Channel. Lasst auch gerne einen Kommentar da, was ihr gerne vom Cap Kobe sehen würdet, dann werden wir das in Zukunft zusammen angehen. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen. Packt euch einen Stuhl, lehnt euch zurück, lasst euch inspirieren, macht's nach, wenn ihr Bock habt, oder schreibt in die Kommentare, was wir machen sollen. Viel Spaß beim Video! There and do never hate.
so ist das fertige Terrarium, Leute. Ich sprühe jetzt noch ein bisschen nach, aber nicht zu viel. Mit dem Wasser muss man nämlich richtig gut aufpassen. Zu viel Wasser sorgt immer für Schimmel. Des Weiteren müssen wir noch Bodenpolizei reintun. Was ist Bodenpolizei? Das sind einmal weiße Asseln und Springschwänze zum Beispiel. Die fressen Schimmel. Also, wir sind am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Channel, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis bald, euer Cap Kobe. Ciao!